Hey, komm! Psst! Lass uns Amerika entdecken! Wir wollen dieses Land mal checken. Oh ja, prima Idee. Lass uns Amerika entdecken. Okay, ich bin auch dabei. Lass uns Amerika entdecken. Ich will mit dir zusammen dieses Land mal checken. Ab geht's in die USA. Oder warst du schon mal da in den Vereinigten Staaten von Amerika? Hallo Kinder, wir laden euch ganz herzlich zu einer großartigen Entdeckungsreise ein. Mit tollen Liedern und spannenden Geschichten geht es kreuz und quer durch die USA, die Vereinigten Staaten von Amerika. Willkommen in den USA, welcome, denn nun bist du endlich da, im Land von Mickey Mouse und Donald Duck, Superman, Space Shuttle, Monster Truck, Highway, Blue Jeans, Wolkenkratzer, Barbie-Puppen, Straßenkreuzer, Baseball, Football, Basketball, Eishockey und Bingo Hall, Disney World in Florida. That's right. Hey, komm, lass uns Amerika entdecken. Ich will mit dir zusammen dieses Land mal checken. Ab geht's in die USA. Oder warst du schon mal da in den Vereinigten Staaten von Amerika? Das ist ein Riesenland, viel größer als hier. 50 Sterne auf der Fahne, glaube es mir. Stehen für 50 Schatten so groß wie das deutsche Land. 8000 Kilometer von Rand zu Rand. Und wo fangen wir an? Washington vielleicht? Ich hätte dir so gerne mal die Hauptstadt gezeigt. Mit Park und Obelisk, das berühmte Weiße Haus. Da wohnt der Präsident, vielleicht wird er ja mal raus. Doch das glaube ich kaum, denn der kümmert sich heute um die halbe Welt und um seine vielen Leute. Das ist nicht leicht, sondern ziemlich schwer. Denn sein Volk, das kommt von überall her. Turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale a day. Jump
Mr. President, du bist der Chef im Land. Und nicht nur in den USA, sondern weltweit bekannt. Jedes Kind kennt dein Gesicht, alle wissen, wie du sprichst. Jeder guckt, was du so machst, wie du gehst und wann du lachst. Dear Mr. President, denkst du noch daran? Yes, we can, wir können es. Ich, du, er, sie kann. Hello, Mr. President, das waren deine Worte. Yes, we can, wir können es. Klingt besser noch als Torte. Dear Mr. President, du kannst nun was bewegen für die Kinder dieser Welt und für ein gutes Leben. Du hast mächtig viel zu tun, wenig Zeit, um auszuruhen. Doch vergiss die Kinder nicht in ihrem können.